Okay, duellieren wir uns jetzt gegen diesen Affen. Kein Entkommen. Und ich habe meinen Cursor wieder geändert. Gerade habt ihr das Fenster gesehen, wie es sich geschlossen hat. Okay, Synchro-Bestien. Oh nein, er hat ein Synchro-Deck. Oh nein, er fängt an. Egal, ich werde ihn trotzdem platt machen. Ja, ich weiß nicht, die Hand ist eher so. Ich weiß nicht, die Hand, darüber kann man sich streiten, wie gut die Hand ist. Ja. Ich würde sie eher als eine schlechte Hand ansehen. Andererseits haben wir natürlich die hier und die hier. Aber die anderen zwei, die sind nicht so sinnvoll. Für den Anfang. Chaoswalter Gustav. Ich könnte jetzt die hier spielen, Chaoswalter Gustav spielen, meine Karte entfernen, also die hier. Dann hätte mein Monster 1700. Sein Affe hat aber noch 2000. Mist. Gut, dann mache ich es so. Zack. Und dann spiele ich das hier. Ich glaube, der will sie jetzt annullieren, oder? Natürlich. Ich hab's doch gewusst. Gut, dass ich die gespielt habe. Die habe ich eigentlich jetzt nur als Kanonenfutter gespielt. Ich hab's mir schon irgendwie gedacht, dass er da irgendwas hat. Gut, dass ich die hier nicht gespielt habe. Okay, jetzt haben wir zwei Karten, die auf dem Friedhof landen. Das ist ja noch besser. Das heißt, unsere Monster werden dann gleich stark. Also gut, Gedankengang. Hoffentlich rät er falsch. Stufe 8. Boah, ganz schön optimistisch. Aber wir haben eine Stufe 2. Verdammt! Das ist genau das falsche Monster. Denn jetzt wird diese Karte nicht mehr entfernt. Denn jetzt werden alle Karten entfernt wegen der hier. Andererseits hat hier jetzt 2000. Und die Monster werden dann gleich stark in Sachen Verteidigungskraft. Na gut, ich spiele ihn jetzt einfach. Karte wird entfernt. Und Chaoswalter Gustav spiele ich jetzt vielleicht doch nicht, denn er zerstört es dann bestimmt. Ich mache jetzt gar nichts. Das sollte jetzt schon reichen für den Anfang. Er hat einen Monster mit einer hohen Angriffskraft und wir haben einen Monster mit einer hohen Verteidigungskraft auf dem Feld. Und wir beide haben vier Karten auf der Hand und eine verdeckte Karte jeweils. Ja, er muss mit dem Monster angreifen, sonst wird sein Monster zerstört. Das ist der Effekt seines Monsters. Verdammt! Er verstärkt sein Monster. Okay, sein Monster ist jetzt stärker als unseres. Aber wir kriegen keine Lebenspunkte als Schaden. Okay, er setzt eine verdeckte Karte. Ich hoffe, es ist nicht nochmal eine finstere Bestechung, ansonsten haben wir ein Problem, wenn er dann unseren reißenden Tribut annullieren wird. Ich spiele jetzt Marco Kosmos und mein Chaosreiter Gustav in die Verteidigungsposition. Schützen tut es mich natürlich nicht hundertprozentig. Ist klar, aber wenn er ein Monster spielt, kann ich Marco Kosmos und Reißen auf die Hut benutzen. Genau, das habe ich jetzt erwartet. So, jetzt da kommt. Moment, Kette 1, Kette 2, Kette 3 ist vor Kette 2. Das heißt, ich muss die aktivieren, aber kann ich danach noch Makrokosmos benutzen? Vorhin ging es ja nicht, haben wir gesehen. Das heißt, ich aktiviere jetzt Makrokosmos mal zuerst. Und als andere Kette. Okay, annulliert. Kann ich noch was anhängen? Bitte, ich will noch was anhängen. Nein, geht leider nicht. Ah, doch, kann. Oh, sehr schön. Okay, drei Monster werden noch zerstört. Das ist gut. Aber sie landen halt auf dem Friedhof. Und nicht, aus dem Spiel. Okay. Ja, die Karte wird leider zerstört. Macht allerdings nichts. Nein! Er holt sein Monster zurück. Schöner Zug von ihm. Oh Gott, das ist böse von ihm. Er hat Karten, die unsere Zauberkarten zerstören und er hat 2000er Monster am Anfang. Also so ähnlich wie dieses Kairo-Mairo-Deck von diesen Typen da, wo ich mich aufgeregt habe.
Ah, scheiße. Aber ich habe die Möglichkeit. Keine Karten auf meinem Friedhof. Verdammt. Ich kann die erst benutzen, wenn mein Friedhof leer ist. Also gut, ich spiele jetzt Wacho-Kosmos. Ich kann mein Friedhof mit der hier leeren. Allerdings landet die dann auch auf dem Friedhof und dann ist mein Friedhof wiederum nicht mehr leer. Das heißt, ich kann die Karte dann trotzdem nicht aktivieren. Ich muss jetzt mich leider direkt angreifen lassen. Ich kann es leider nicht verhindern. Ein rasender Kampfochse schon wieder. Irgendwie haben hier fast alle dieselben Karten, nämlich diese Ochsen- und Affenkarten. Ja, bringt mir zwar nichts, um den Angriff zu annullieren, aber später bringt es mir was, wenn ich mein Monster aus dem Spiel entfernen wiederhole. Jetzt kriegen wir viel Kampfschaden leider. Aber das macht nichts. Okay, jetzt kann ich das Blatt wenden. Ach, die Karte bringt mir gerade nichts. Jetzt entferne ich alle meine Karten aus dem Friedhof. Halt, nein, ich darf seine nicht wählen. Man kann auch die Monster des Gegners wählen. Unsere sind hier oben blau markiert. 3, 4 und 5. Jetzt ist unser Friedhof leer. Okay, jetzt kann ich meine Zauberkarte benutzen. Nämlich die hier. Und zwar wähle ich die hier. Und setze sie in die Verteidigungsposition. Ich hoffe, es geht. Ja, es geht. Sehr schön. Okay. Jetzt könnte ich theoretisch sein Monster tauschen. Ich könnte jetzt mein Monster als Tribut anbieten. Es wird entfernt, dann kann ich die hier abschmeißen und den hier wieder zurückrufen und dann den hier tauschen. Ich glaube, das mache ich auch. Also ich biete mein Monster wieder als Tribut an. Spiele die DM. Jetzt kommt der Effekt, ich kann eine Zauberkarte abschmeißen und ein Monster, das aus dem Spiel entfernt wurde, wieder aufs Feld holen. In die Spezialbeschwörung. Als Spezialbeschwörung halt. Und ich hole mir den hier natürlich wieder, den ich gerade geopfert habe, und setze ihn auch wieder in die Verteidigungsposition. Und jetzt tausche ich die zwei Monster hier aus, damit er möglichst wenig Material auf dem Feld hat. Okay, das war's auch schon. Hoffe ich, dass das sein Monster nicht nochmal verstärkt, ansonsten haben wir schon fast verloren. Oder zerstört es mit einer Zauberkarte, okay. Ich habe mir jetzt so viel Mühe gegeben, mich noch zu retten, und was macht er? Pam! Aufschlag! Ah, das sieht böse aus. Wo ist mein Selbstzerstörungsknopf? Ich will einen. Leider ist die jetzt verboten. Super, okay, wir haben verloren. Die kann ich nicht spielen, weil ich eine Karte abschmeißen muss. Ach ja, jetzt fallen wir wieder in Ohnmacht. Stimmt, ja. Ist ja wie bei Pokémon. Wenn man einmal verliert, fällt man gleich in Ohnmacht. Weil man es nicht verkraften kann. Weil man sein ganzes Leben lang der Ansicht war, dass man der beste Duellant oder beziehungsweise Pokémon-Trainer der Welt ist, und dann fehlt man gegen einen gewöhnlichen Affen. Natürlich fliegt man da sofort in Ohnmacht, ist ja klar. Wer würde da nicht in Ohnmacht fliegen? Alles klar, nochmal. Ich glaube, ich fange jetzt erst diesmal an.
Vorhin hat er als Zweiter begonnen. Ja, vorhin sind wir als Zweiter ins Duell gestartet. Und das war ein Fehler für uns, denn wir hatten auch so eine Hand, die man perfekt ausspielt, wenn man als Zweiter anfängt. Gut, jetzt haben wir eine gute Hand gezogen. Ich spiele die hier zuerst. Dann entferne ich eine Karte durch den Effekt von Dimensionsalchemist aus dem Spiel. Das erhöht die Angriffskraft unseres Monsters um 500. Schwerer Sturm, nicht schwerer Sturm. Ah. Mein Deck hasst mich, glaube ich. Na gut, dann ja, beende ich meinen Zug, indem ich noch die hier verdeckt setze. Da spielt er, glaube ich, wieder so ein Affen, rasender Gorilla. Oder Kampfochse, ist eigentlich egal. Jetzt macht er unseren Alchemisten Platz. Leider gilt die Erhöhung der Angriffskraft nur, bis wir unseren Zug beenden. Und wir kriegen auch jetzt keine Monsterkarte, die aus dem Spiel entfernt wurde, auf die Hand. Weil wir ja, momentan nur Marco, weil momentan nur schwerer Sturm entfernt wurde. Und jetzt hat zwei Verdeckte. Eine davon werde ich sofort zerstören. Denn ich glaube, es ist was Fieses. Das kann ich nur auf mein Glück hoffen. Enemin Mist, das rabbelt in der Kiste. Enemin weg und du bist weg. Aha! Aha, finstere Bestechung. Ich hasse dich. Chaosreiter Gustav. Ich könnte jetzt aber mein Monster tauschen, oder? Wie viele Zauberkarten sind denn auf dem Friedhof? Naja, nur eine. Das heißt ja, ich kann sein Monster höchstens drehen oder ich kann es so zerstören mit Digi Überlebender. Ich glaube, das mache ich mit Digi Überlebender. Ich hoffe, er hat jetzt nichts, mit dem er meinen Angriff annullieren kann. Dimensionsgefängnis oder sowas oder irgendeine fiese Falle. Okay, es war Spiegelkraft. Eine fiese Falle. Die Königin unter den fiesen Fallen. Spiegelkraft. Hallo, tierischer irgendwas. Der Name ist mir viel zu lang. Wenn diese Karte aufgedeckt und das Ziel eines Angriffs gewählt wird, kannst du einen Unterwäldler abwerfen, um den Angriff zu negieren. Ein Empfängermonster, aufpassen, jetzt kommt eine Synchrobeschwörung. Oder vielleicht auch nicht, er greift lieber an. Aber er kann in seiner zweiten Main-Phase noch die Synchrobeschwörung machen. Und es sieht wieder nicht gut für uns aus. Razor bringt uns gar nichts. Ha. Neustart! Okay, das ist Versuch Nummer 3. Ein stärkerer Gegner. Oder wir ziehen einfach nur Müllkarten. Oder beides. Alles klar, was haben wir denn hier dieses Mal? Wir haben Neo Weltraum Air Hummingbird gezogen. Und die Flammenangreiferin. Und er spielt wieder ein 2000er Monster. Ah, der hat nur starke Monster mit 2000 Angriffspunkten mindestens. Solche Decks mache ich gar nicht. Das ist so wie diese Kairo-Mairo-Karten da. Egal, ich kann sein Monster als Tribut anbieten. Mache ich auch. Seelentausch. Ich wähle sein Monster und jetzt kommt's. Finstere Bestechung. Nein, doch nicht. Okay. Geil, gleich in unserem ersten Zug ein Tribut-Monster spielen. Das schafft nicht jeder. Jetzt kann ich sogar noch seine Falle zerstören. Warum setzt es eine Blitzeinschlagskarte? Sowas macht man nicht. Die Karte ist viel zu kostbar, um die einfach zu setzen. Sollte man nicht machen. Blitzeinschlag sollte man nie verdeckt setzen, außer man hat irgendeine Taktik, um den Gegner zu verwirren. Ich habe mir so viel Mühe gegeben und er zerstört meine Monster immer mit Aufschlagen. Warum? Oh, ich hasse Aufschlagen. Ich schon wieder.
Er spielt zwei Karten und schaltet damit meine komplette Offensive und Verteidigung aus. Aufschlagen ist zu stark. Okay, die ist okay. Jetzt wird sein Monster entfernt. Wenn er es zerstört. Okay. Er kann mich mit seinem anderen aber auch noch direkt angreifen. Was hat der für ein scheiß Deck? Es macht keinen Spaß, gegen so ein Deck zu spielen. Aufschlagen, sage ich nur. Finstere Bestechung. Zähle ich auch mittlerweile als fiese Falle. Und Spiegelkraft. Und Blitzeinschlag hat er auch noch. Lauter scheiß Karten. Okay. Kriegen wir wieder einen direkten Angriff. Ja, warte, jetzt gibt's Rache. Pass auf, Blitzeinschlag. Ich schmeiße den hier ab. Und jetzt spiele ich Chaos Rider Gustav und aktiviere seinen Effekt und entferne zwei Zauberkarten dieses Mal. So. Und zwar entferne ich Seelentausch und Blitzeinschlag. Das erhöht seine Angriffskraft, bis wir wieder dran sind um 2000. Oder auf 2000. So, jetzt Rache. Jetzt kriegst du mal 2000 direkten Kampfschaden. Schmerz! Ja. Das würde es tauschen, glaube ich. Oder vielleicht auch nicht. Oh, hast du Angst? Er hat Angst. Na komm schon, gib mir Karius! Na gut, damit kann ich mich verteidigen. Besser als nichts. 1400, will ich da noch angreifen? Nee, ich setze jetzt auf Verteidigung. Ich gehe wieder erst in die Offensive mit Chaos Rider Gustav, wenn ich zwei Zauberkarten auf dem Friedhof habe. Instant-Fusion. Zahle 1000 Lebenspunkte, beschwöre ein Fusionsmonster Stufe 5 oder niedriger als Spezialbeschwörung von deinem Deck. Diese Spezialbeschwörung wird als Fusionsbeschwörung behandelt. Es kann nicht angreifen und wird während der nächsten Standby-Phase zerstört. Nur eine Instant-Fusion kann pro Spielzug aktiviert werden. Eigentlich, wenn man den Effekt durchliest, kann man meinen, das ist eine nutzlose Karte. Es kann ein Fusionsmonster spielen, das nicht angreifen kann. Allerdings, wenn man ein Empfängermonster draußen hat, dann ist die Karte gar nicht mehr so unnötig. Na los, Stufe 3 Empfänger. Oh, Stufe 4 Empfänger. Was gibt's denn Stufe 9 Synchromonster von seinem Deck? Was gibt's denn da für Viecher? Stufe 9. Kenne ich jetzt gar keins, muss ich zugeben. Aber ich wette, wenn ich sehe, wird es mir einfallen. Ah, Abellum ist es, glaube ich, ne? Ne, Gotthoms. Gotthoms, genau. XX Säbel, verdammt. Warum hat er einen XX Säbel in seinem Deck? Wahrscheinlich, weil es ein Ungeheuermonster ist. Er mag Ungeheuermonster. Gut, dass ich ihn angegriffen hatte, habe. Denn sein Monster hat mehr Verteidigungskraft, als unser Monster Angriffskraft hätte. Denn unser Chaos Rider Gustav hat ja nur 1400 Angriff. Und er hatte 1450 Verteidigungspunkte. Das heißt, wir hätten 50 Punkte Schaden bekommen. Okay, unser Monster wurde wieder zerstört. Und das Monster kann nicht zerstört werden, was er jetzt als Ziel genommen hat. Jedenfalls kann es nicht durch Kampf zerstört werden. Durch Effekte allerdings schon. Oh Gott! Oh Gott! Der Tod hält mich, der Tod schützt mich jetzt persönlich. Der Sensenmann schützt mich, okay. Scheiße.
Wenn der Angriff durchkommt, habe ich schon fast verloren. Ich muss sie verdeckt setzen. Ich kann nichts mehr machen. Ich will kein Monster jetzt spielen. Sonst wird es einfach zerstört. Gut, er kann so viele Monster spielen, wie er gerade Lust hat. Er kommt eh nicht vorbei. Außer er zerstört es mit einer Aufschlagenkarte. Warum greift er an? Achso, das andere... Warte, warte, hä? Hä, bäbä? Hä? Wieso? Wieso geht er... Hä? Wieso geht sein Monster durch die Verteidigung? Neustart. Okay, Nummer 4. Innerhalb von 20 Minuten. Mhm. Aber ich bin noch gut gelaunt. Also, meine Wut kommt erst so nach einer Stunde. Also erst in 40 Minuten. So, ich bin nämlich nicht aus der Verfassung. Noch nicht. Aber es kommt noch. Irgendwann kommt es. Wenn es noch so weitergeht, dann... sind wir auf einem guten Weg dorthin. Also gut, Marco Kosmos, dann die hier, dann die Sperrflugzeug. Und um Marco Kosmos irgendwie zu schützen, vielleicht noch die hier. Und Endphase. Wieder wütend und spielt seinen verdammten Gorilla nochmal. Das bringt ihm gar nichts, denn jetzt benutze ich Marco Kosmos. Mein Monster wird jetzt aus dem Spiel genommen, kommt allerdings im nächsten Zug wieder. Easy going. Eine verdeckte. Und noch eine verdeckte. Eine werde ich jetzt sofort zerstören. Wo ist mein Schnellzauber? Da ist mein Schnellzauber. Und zwar wähle ich Ene Mene Mu und raus bist du. Aha! War kann sich vorstürmen, die hätte gefährlich werden können. Und kommt zurück aus Fels. Okay. Die Krieger, was? Kräfte rauben. Zahle 1000 Lebenspunkte, die Effekte aller auf einem Monster auf dem Spielfeld werden annulliert. Okay. Ist mir doch egal. Soll das ruhig machen? Soll ich die hier spielen? Nee. Oder vielleicht doch? Nee. Doch? Nee. Gute Frage. Soll ich die jetzt benutzen? Nee. Nee, mach ich nicht. Das da. Ich weiß, vorhin habe ich gesagt, man sollte die bei einem Monster nicht benutzen, allerdings möchte ich mir jetzt einen Spielvorteil verschaffen, einen immensen, deswegen spiele ich die jetzt doch. So, und jetzt greife ich ihn mit der hier an. Setze den in die Defense. Greife ihn mit die Kriegerin an. Und damit die Kriegerin den Effekt benutzen kann, aktiviere ich jetzt noch schwerer Sturm. Meine Marco Kosmos Karte wird zwar zerstört, aber damit muss ich leben. Denn jetzt habe ich einen immensen Vorteil, denn diese Karte wird jetzt wieder aus dem Spiel genommen, wenn sie gegen ein Monster meines Gegners kämpft. Okay. Zerstört er wahrscheinlich meine Kriege mit seinem Ochse schon wieder. Geisterwald, was macht die? In jedem Spielzug wird das erste offene Monster von Typ Krieger oder Pflanze, das du kontrollierst, das durch Kampf zerstört werden würde, nicht zerstört. Okay, die ändert gerade gar nichts. Er zerstört nicht meine Kriegerin, sondern meinen... warum geht sein Monster wieder durch die Defense? Sieht bestimmt an den Effekt. Blöder Effekt.
Okay, das Monster ist gut. Das hat mehr Verteidigungspunkte, als sein Monster Angriffskraft hat. Ich setze es jetzt in die Verteidigungsposition. Und ich glaube, ich greife jetzt auch seinen Kampfochse an und entferne ihn aus dem Spiel, damit er keine Synchrobeschwörung machen kann, falls er darauf jetzt scharf ist. Sag Tschüss zu deinem Kampfochsen. Ich will den nie wiedersehen. So eine Scheißkarte. Okay, die Karte ist gar nicht so stark, wie sie aussieht. Hat zwar 3000 Angriffspunkte, allerdings sagt der Effekt, wenn man die so beschwört, dann werden die Grund-ATK zu 1900. Und er kommt an meinem Monster nicht vorbei. You shall not pass! Und alle Karten werden jetzt wieder aus dem Spiel genommen. Durch den Effekt meines Monsters. Chaos Ritter Gustav. Wie viele Zauberkarten habe ich denn? Eine. Na, die kann, sollte ich vielleicht besser nicht spielen. Das heißt, ich warte jetzt da. Bis ich etwas habe, was seinen ja, Bestienkönig zerstören kann. Eine verdeckte Zauber- oder Feinkarte. Das ist eine Falle. Razor. Dann könnte ich jetzt spielen und eben die Karte wieder zurück ins Deck legen. Allerdings habe ich Angst vor dieser Karte hier. Ach komm, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, ne? Also, ich spiele den hier jetzt einfach. Biete mein Attribut an. Spiele Razor. Aber wenn es Spiegelkraft ist, dann werde ich mich ärgern. Ach komm, das muss ich jetzt eingehen, das Risiko. Göttlicher Zorn! Aha! Scheiße! Auch eine fiese Falle. Und der Effekt wird annulliert. Worst Case Szenario. Verdammt! Warum hat er immer die perfekten Karten? Das ist wieder dieses Korai im Alro-Deck. Ah, der hat so fette Monster. Ich hasse solche Decks. Ich hasse sie einfach. Nur Angriffspower-Monster auf dem Feld. Und lauter Annullierkarten. Lauter Annullierkarten. Das sind die gemeinsten Decks. Ist mir egal, was das jetzt für ein Effekt ist. Mach's ruhig. Aha, genau, jetzt auch noch mein Deck schroten. Genau. Mach ruhig weiter so, dann werde ich noch wütend. Ich habe Wutstufe 1 erreicht. Wenn ich jetzt noch eins verliere, dann habe ich Wutstufe 2 und so weiter. Scheiße. Wutstufe 5 ist Maximum. Nicht gerade das, was ich mir erhofft hatte, allerdings... kann ich natürlich jetzt eins seiner Monster klein kriegen. Achtung, ich mache es jetzt so, ich schnappe das schwächere Monster. Dann spiele ich Chaos Ritter Gustav. Ne, so weit, so gut. Als nächstes aktiviert den Effekt von Chaos Ritter Gustav. Erhöhe seine Lebenspunkte auf 2000 hoch. Angriffspunkte auf 2000. Lebenspunkte wäre auch schön. Und jetzt greife ich ihn mit dem hier zuerst an, damit sein Monster dann down ist. Und anschließend mit meinem Chaos Ritter Gustav. Und dann ist der Vorteil hoffentlich wieder bei unserer Seite. Ich hab schon damit gerechnet, irgendwie muss ich zugeben. Denn er hat schon so gezögert vorhin. Habt ihr das gesehen, wo ich mit dem anderen angegriffen habe, mit seinem Kong? Da hat er kurz gezögert und er hat sich schon überlegt, ob er die aktivieren soll. Hat er aber nicht gemacht, da sein Monster stärker war. Okay, ich bin noch ganz cool drauf. Ich bin noch nicht wütend. Nein, nein, die Wut kommt erst später. Wenn es noch so weitergeht, natürlich, ne? Bei mir ist momentan noch blauer Ozean.
Aber langsam wird aus dem blauen Ozean eine Wüste. Und Neustart! Wie viel ist es jetzt? Das fünfte, glaube ich schon, ne? Okay, Schere. Unser Platz ist schlecht. Panzerkrieger. Ein Monster, das erst angreifen kann, wenn er ein Monster auf seiner Spielfeldseite als Tribut anbietet. Kann allerdings mit Kräfterauben kombinieren. Denn dadurch muss er dann kein Monster als Tribut anbieten, da sein Effekt dann annulliert wird. Also ich spiele jetzt hat die hier. Er kann ja nicht angreifen. Und wenn er es doch tut, muss er ein Monster spielen. Wenn er das aber macht, dann aktiviere ich reißendes Tribut. So, jetzt hoffe ich nicht, dass er Kräfteraum gesetzt hat, denn dann kann er angreifen. Ja, los, spiel ein Monster! Danke, das habe ich erwartet. Gut, Falle. Ich aktiviere reißendes Tribut. Keine finstere Bestechung, keine finstere Bestechung, keine finstere Bestechung, keine finstere Bestechung. Sehr gut. Okay, zwei seiner Scheißmonster sind schon weg. Irgendwie kommt es mir vor, dass ich in diesem Kapitel viel mehr gereizt bin. Ich mag keine Tiere, ganz einfach. Ne, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, dann trete ich mal 20 Mal meine Katze erstmal so richtig durch den Gang, bis sie zum Fauchen anfängt, ne? Und dann beginne ich erst meinen Tag. Gut, es ist er wieder dran. Langweilig. Hast du nichts Besseres als immer nur PAM zerstören, PAM zerstören, PAM angreifen, zerstören, 2000 Angriffspunkte, PAM zerstören. Mann. Das macht keinen Spaß. Gut, Stufe 2 ist erreicht, Leute. Gut, Stufe 2 haben wir inzwischen erreicht. Ab 5 wird es nicht mehr schön. Ab 3 beginne ich schon ein bisschen aufzuticken, glaube ich. Okay. Ja, jetzt kann ich mich wieder nur verteidigen, weil er wieder so starke Monster auf dem Feld hat. Langweilig. Vielleicht nehme ich mein Zombie-Deck gegen ihn. Also wenn ich jetzt nochmal fail, dann probiere ich es mit einem anderen Deck. Anscheinend hat mein Deck eine Schwäche gegen das Deck von ihm. Ja, sein Monster geht durch die Verteidigung, schon klar. Der geht direkt und wir müssen eine Handkarte abschmeißen. Ja, ist okay, ist okay. Damit kann ich leben. So. Wisst ihr was? Neustart mit Zombie-Deck. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt mein Zombie-Deck genommen. Ich hoffe, es klappt. Okay, das, wir haben eine gute Hand gezogen. Dann setze ich es verdeckt. Dann setze ich magische Störung verdeckt. Und dann noch die hier.
Und das reicht dann auch noch. Auch schon. Ja. Er spielt wieder einen verdammten Affen. Wie soll es auch anders sein? Und er wird mich damit angreifen. Das ist ein Fehler. Denn jetzt sehe ich ein Hyokoki auf ihn zukommen. Okay, er hat meine Pyramide zerstört. Und jetzt werden sich die Insassen in der Pyramide dafür rächen. Ich beschwöre als Spezialbeschwörung von meinem Friedhof. Hyokoki! Quatsch, nicht von meinem Friedhof, sondern von meinem Deck. Ach du Weichei, setz deine verdeckte Eis. Oh nein, er hat einen 2000er, ich muss mich verteidigen. Ah, verteidigen. Okay. Kräfte rauben. Ausredenkarte. Gut, dass er die jetzt gespielt hat, denn ich war mir ein bisschen unsicher, ob ich ihn jetzt angreifen soll, aber jetzt bin ich mir sicher, dass er nichts Fieses mehr hat. Keine fiese Falle. So. Das kann nicht fies gegenüber ihm sein, nur ihn einfach sein Monster auf die Hand zurückgeben und dann ihn direkt angreifen. Hm. Andererseits ist es natürlich wichtig, dass ich viele seiner Karten auf dem Friedhof lege, damit sie weg sind. Andererseits kann er auf seinen Friedhof zugreifen mit bestimmten Fallen. Ach, wisst ihr was, ich greife ihn jetzt einfach an. Je mehr Monster auf dem Friedhof sind, desto besser. Alle müssen sterben. So wie meine Zombie-Monster. Das kommt davon, wenn du dich mit Yanka anlegst. Dann endest du als Zombie in einem Friedhof. Ende im Gelände mit einer Phase. Na los, was machst du jetzt? Aufschlagen? Aufschlagen funktioniert nicht. Ich habe magische Störung, falls du das probierst. Oh, du Weichei. Hast du nichts Besseres? Oh nein, ich muss mich verteidigen! Ah. Erbärmlich. Komm. Talk to the hand, gegnerisches Monster. Geh auf die stinkende Hand deines Besitzers zurück. So, ein weiterer Hyokoki ist auf unserer Hand. Okay. Aber mit dem, was wir gerade haben, greifen wir natürlich direkt an. So, wieder 2400 Schaden für ihn. Sehr schön. Okay, und Endphase. Na, jetzt traust du dich nicht mehr, deine 2000er zu spielen, was? Ja, jetzt habe ich nämlich ein 2400er auf dem Feld, ne? Da kannst du ja nichts mehr dagegen machen. Oh, wie süß, er versucht sich zu verteidigen. Wie so ein kleines Äffchen. So ein kleines Äffchen. Na gut, ist er ja auch. Gut, dann zeig mir mal, was du da verdeckt gesetzt hast. Ja, danke. Jetzt kriege ich eine zusätzliche Karte. Vielleicht kriege ich ja genau eine Adlige der Auslöschung. Halt, warte. Nee, die ist ja gar nicht drin. Aber vielleicht kriege ich ja ein anderes Monster. Ein Monster vielleicht, was ihn direkt angreifen kann. Ein dritter Hyokoki. Okay. Jetzt haben wir alle Hyokokis bei uns. Und ja, jetzt muss ich sein Monster klauen kriegen. Ja, nein, erstmal klein kriegen, dann klauen kriegen. Riesenratte, Ausredenkarte. Das kriegt jetzt zwar ein weiteres Monster aufs Feld. Aber das ist nur eine fette, fette Ausrede. Und wenn er meine Rückkopf zerstört, rufe ich ihn mit Buch des Lebens zurück. Ganz einfach. Selbst wenn er jetzt Gottems beschwören sollte. Das ändert auch nichts mehr. Achso ja, der Effekt von seinem Monster gilt, weil sein Monster nicht auf dem Spielfeld liegt, sondern auf dem Friedhof liegt und irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie zählt nur das hier als Spielfeld. Nur diese, ja, nur die Monster- und Zauberkarten, Zauber- und Fallenkartenzone, die zählen komischerweise nur als Spielfeld und Friedhof und aus dem Spiel entfernt zählt nicht als Spielfeld, komischerweise. Keine Ahnung, warum das so liegt, so ist.
Spielfeld ist eigentlich alles, wenn man es streng sieht, aber in dem Spiel ist es eigentlich nur die Zauber- und Monsterkartenzone. Ja. Ach, wie süß. Ein Elfchen versucht sie zu verteidigen. Ist das nicht süß? Vampirgenesis. Gut, dass wir unsere starken Monster gleich am Anfang ziehen. Verdammt. Na gut, soll ich ihn angreifen? Was habe ich denn verdeckt? Oh, Moment. Ich muss mal richtig gescheit mich ausräuspern hier. Also gut, ich mache sein verdecktes klein oder kalt. Ein X-Säbel-Empfängermonster. Kann nicht zerstört werden, oder? Doch. Da habe ich es mit einem anderen Monster verwechselt, was ein X-Säbel-Monster ist. Okay, wir haben seinen Empfänger kalt gemacht, das ist gut. Und Endphase. Ich hoffe jetzt, dass wir ein Monster ziehen. Am liebsten hätte ich jetzt ein 4-Sterne-Monster zum Beispiel. Vampir-Lady zum Beispiel wäre cool. Oder mumifizierender Zombie wäre auch ganz nice. Okay, jetzt hat er mehrere Karten gesetzt. Ruf der Mumie, okay. Kann ich spielen, falls mein Leo Cocky durch irgendeinen unerwarteten Effekt zerstört werden sollte. Aber zunächst clean ich mal das Feld. Meine Karten gehen zwar natürlich auch dauern, aber egal. So nützlich sind sie ja momentan auch noch nicht. Okay, Ruf der Gejagten war eine und die andere war göttlicher Zorn. Ich hasse dich. Okay. Als nächstes greife ich mit Rio Cocky sein Verdecktes an. Ein Empfängermonster schon wieder. Je mehr Empfängermonster von ihm auf dem Friedhof sind, desto besser für uns. Jetzt aktiviert er einen Effekt. Ich glaube, jetzt kann er was zurückrufen. Ach, er kriegt den zurück. Ein Empfängermonster kriegt er wieder zurück. Okay. 4, das ist Stufe 5. Er bräuchte jetzt ein 3-Stufe Nicht-Empfängermonster. Oder nee, 4-Stufe Nicht-Empfängermonster für Gotthoms. Aber selbst dann ist es mir egal, denn ich habe so viele Karten auf meiner Hand, die Gotthoms zerstören können. Ich sag nur Megawandler. Okay, jetzt hat er sein 4er-Monster, jetzt wird er sein Gotthoms beschwören. Mach's ruhig. Mach's ruhig, na los, traust dir zu. Na los, natürlich. Jetzt kommt Gotthoms, XRX-Säbel, Gotthoms. Aber auch dieses Monster wird auf dem Friedhof landen. Keine große Sache. Ich werde einfach meinen Megawandler benutzt, um seine ATK zu halbieren. So einfach ist es. Dann spiele ich dieses diese Karte hier. Spezial beschwöre den hier und auch noch ein Monster von meinem Friedhof. Einen weiteren Rio-Cocky natürlich. Und dann habe ich 2 Rio-Cocky auf dem Feld und dann dürfte das Ganze schon gegessen sein. So, zuerst das hier halbieren, weil unsere Lebenspunkte sind höher als die des Gegners. Das heißt, seine Punkte werden jetzt halbiert. Jetzt hat er nur noch 1550. Jetzt spiele ich Ruf der Mumie. Ich kann einmal pro Spielzug ein Monster speziell von meiner Hand beschwören, wenn mein Feld leer ist. Und selbstverständlich werde ich Rio Cocky speziell beschwören. Ich hätte auch Pyramidenschildkröte spielen können, ihn dann angreifen können. Und dann Vampirlord von meinem Deck speziell beschwören können und dann dieses Monster hier spielen können. Das ist mir allerdings viel zu passiv. Deswegen gehe ich jetzt voll auf Rio Cocky. So, jetzt spiele ich einen zweiten Rio Cocky. Das ist auch eine Spezialbeschwörung. Achso, ich kann eine Karte von ihm entfernen. Ich nehme das hier. Denn das Monster ist vorhin zurückgekommen. Und jetzt spiele ich Pyramidenschildkröte. Und jetzt habe ich den Sieg schon vor mir. Ja, Achtung, seht, wie ich das jetzt mache. Ich zerstöre mit Pyramidenschildkröte gar nichts, sondern lasse ihn zerstören.
Alles klar, jetzt kriege ich Vampirlord von meinem Deck. Hat eine Angriffskraft von 2000. Und Vampirlord zerstört jetzt XXL Gotthems. Er kriegt Kampfschaden, muss jetzt eine Karte von seinem Deck auf dem Friedhof legen. Ich gebe ihm eine Falle auf dem Friedhof. Auch wenn es keinen großen Unterschied mehr macht. Und meine zwei Ryokokis werden mich jetzt rächen. Angriff! Angriff! Und der zweite, gib ihm den Todesstoß! Das war's, wir haben diesen Affen getötet, sage ich jetzt mal. Mit Zombies. Du stark, ich hole andere, ihr bleiben. Ne, ich bleib doch nicht. Steht doch nicht ein hier. Hm, okay, er denkt wirklich, wir würden hier warten. Als ob, nichts wie weg. Ich will über ein paar Dinge reden, aber wir sollten erst abhauen. Okay, hier entlang, lass uns zusammenbleiben. Komm schon, hier entlang. Oh! Hä? Warte! Mann, wir haben Angst vor einem kleinen Affen. Unglaublich. Kann man den nicht am Schwanz packen und die Treppe runterschmeißen? Habe ich doch vorhin schon im letzten Part gesagt. Oh, wie wäre es mit hier? Da waren wir doch gerade, oder? Wir laufen im Kreis. Waren wir hier nicht schon? You don't say. Sei nicht albern, das bildest du dir ein. Hier sollte es sicher sein. Das glaube ich ja nicht. Gefunden. Angst vor einem Affen. Unglaublich. Nein, nein. Jetzt sind sie bei diesem Rätsel. Wie kommt er jetzt da hoch? Wo sind wir? Oh nein, das kann nicht gut sein. Kein Entkommen. Soll das jetzt etwa witzig sein? Ernsthaft, Konami? Soll das witzig sein? Versteht ihr das unter Humor? Das ist nur nervig, Konami. Ja, wenn ihr das seht, das ist nervig, das ist gar nicht lustig, das ist scheiße. Ja, vor allem nachdem man gerade sich mehrmals geärgert hat gegen so einen blöden Affen, dann kann man keinen Humor mehr einbauen mit so einem verdammt schlechten Joke, ja? Okay, Konami, macht sowas nicht. Puh, sieht so aus, als hätten wir es irgendwie geschafft. Echt, echt. Und das nicht dank dir. Es war der größte Fehler meines Lebens, dir zu folgen. Was, wovon redest du? Hast du nicht gesehen, dass mein Plan funktioniert hat, sich absichtlich fangen zu lassen und dann zu dir bringen lassen. Zulassen. Wieder in Grammatik, glaube ich. Egal. War das keine tolle Idee? Dass der Anker dich erst findet. Nun, das war tatsächlich etwas unerwartet. Wovon redest du? Du hast die ganze Zeit um Hilfe geschrien. Das war auch Teil des Plans. Ich habe viel Krach gemacht, damit Janka mich findet.
Das hat mich doch alles. Das hat doch alles toll funktioniert, oder Janka? Was auch immer. In Wahrheit waren wir ohne Janka niemals entkommen. Wie bitte? Hast du etwas gesagt, Luna? Na, vergiss es. Wir sollten uns etwas beruhigen. Ich stehe tief in deiner Schuld, Janka. Danke. Hey, was ist mit dir? Oh, ja, die auch, Torunka. Ich wurde von einem antiken Feendrache gerufen, der von Zehmann versiegelt wurde. Und ich wollte zu Regulus. Aber auf dem Weg dorthin wurde ich gefangen. Regulus befindet sich vermutlich im Wald von Pior, östlich von hier. Aber ich hörte, dass er sich seit kurzem merkwürdig verhält. Davon weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass ich ihn treffen muss. Janka, ich möchte, dass du mitkommst. Wäre das nicht in Ordnung? Nein, wäre nicht. Danke, dann lass uns gleich aufbrechen. Ich hab Nein gesagt. Wenn Janka bei uns ist, müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja. Okay, dieser Part war ein bisschen nervenaufreibend wieder für mich. Und im nächsten Part wird es, glaube ich, noch schlimmer. Denn dann kommt eine ziemlich... Ja, ich sag's jetzt auf gut Deutsch. Stelle, ne? Und dann, ja. Halt zum Beinbruch. Wünsch mir Halt zum Beinbruch für mich im letzten Part. Im nächsten Part. Letzter Part ist ja natürlich nicht. Aber im nächsten Part, ne? Wird's schlimm. Da werde ich wahrscheinlich. ja. Da werde ich mich wahrscheinlich zum Affen machen. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part. Macht's gut, euer Uncle LP. Ciao.